Mit welchen Mitteln wollen Sie, da sind Sie beide mit gemeint, Bocholt in 10 Jahren schuldenfrei machen? So, jetzt können Sie Ihr Konzept vorlegen, ausbreiten, 10 Jahre Zeit. Herr Nebelo fängt an. Doch, gut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns beiden jetzt heute hier sagt, wir werden es schaffen, Bocholt in 10 Jahren schuldenfrei zu machen. Das kann man auch gar nicht ernsthaft behaupten, denn wir alle wissen, dass eine Kommune pflichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Da wird mich gefragt, habt ihr dafür auch das Geld? Könnt ihr das überhaupt bezahlen? Das haben wir zu machen. Sei es im Bereich der Jugendpflege, der Unterhaltung von Schulen, Sportvereinen und so weiter. Wenn man das versprechen will, dann muss schon ganz konkret sagen, in 10 Jahren, dann müsste ich ja im Jahr 15 Millionen Euro einsparen. Das ist völlig unrealistisch. Und ich sage mal so, es ist ja für eine Kommune überhaupt keine Schande, Schulen zu haben. Wir stehen in Bocholt auf einem eigentlich ganz gut da, weil über die Hälfte der nordrhein-westfälischen Städte und Kommunen sind in der Haushaltssicherung. Wir haben Schulden, klar, wir haben 155 Millionen Schuldendeckel, aber diese Schulden können wir bedienen. Das heißt, wir können die Tilgung, die Zinsen aus unseren Erträgen bezahlen und können uns trotzdem noch für ungefähr 4 Millionen Euro im Jahr freiwillige Leistungen leisten. Das sind so Unterstützung von Sportvereinen, Musikschule und andere kulturelle Sachen. Wir müssen doch überlegen, dass wir unsere Stadt attraktiv halten, dass Bocholt sich weiterentwickeln und das wird weiter Geld kosten, wenn ich nur mal an unser Programm Exforce denke. Und ich finde, jeder Häuslebauer wird sein Haus nicht selbst zahlen können, der hat auch Schulden, der weiß aber, er verzichtet jetzt auf Mietzinszahlungen und bedient dafür seine Darlehen. Und wenn man weiß, wofür man diese Schulden gemacht hat, dann kann man da auch mit leben. Ich darf nur mal daran erinnern, dass wir uns immer die Bildung, auch Merkmal einer attraktiven Stadt, auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben einen Schulentwicklungsplan entwickelt, der wird uns in Zukunft insgesamt über 41 Millionen Euro kosten, weil wir unsere Schulen vernünftig herrichten und auch vernünftig ausstatten wollen, weil vernünftig und gut ausgestattete Schulen sind auch ein Garant dafür, dass wir in Zukunft vernünftig ausgebildete Schüler auch im Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Sie haben gestern mal mit dem BV-Wahlgespräch, das ist übrigens, ich glaube, Ludwig van der Linde haben wir eben gesehen, die ich da noch zu gratulieren möchte, bei dieser Hitze gestern Abend sowas zu machen, den beiden Kandidaten natürlich auch, war schon eine große Leistung. Aber da haben Sie den Schuldendeckel so ein bisschen in Frage gestellt und haben gesagt, also wenn besondere Herausforderungen da sind, muss man auch mal den Mut haben, diesen Schuldendeckel in Teilen fallen zu lassen, denn Sie zahlen im Moment 0,1% Zinsen, glaube ich, und haben dann gesagt, ja, Schulden machen, wenn nicht jetzt, wann dann? Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also das ist ja immer so ein Tabuthema eigentlich, wartet man nach Schulden, ja, gut, und bloß nicht. Denn man muss ja immer sehen, wenn man Schulden hat, muss man ja auch irgendwo das Geld reinnehmen. Und da sind ja die Verwaltung, auch manchmal auch die Politik, nicht wenig zimperlich und dann werden in der Regel Steuern erhöht, was dann natürlich wieder die Unternehmen belastet und auch die Häuslebauer. Also wir haben diese Schulden ja nicht erst seit vorgestern, wir hatten die ja schon seit ewigen Zeiten. Wir bedienen diese Schulden, selbst habe ich gerade gesagt, und wenn dann Maßnahmen notwendig sind, ohne die man das Ziel attraktive Innenstadt nicht mehr gewährleisten kann, dann muss man abwägen. Dann kann man sagen, nein, wir halten diesen Schuldendeckel strikt ein, da geben wir keinen Cent drüber. Oder aber man sagt ganz einfach, okay, diese Maßnahme ist uns so wichtig, da werden wir kurzzeitig den Schuldendeckel anheben. Nicht als Dauerzustand, aber nur für die Maßnahmen, die einem wirklich wichtig sind. Und ich habe es auch gerade gesagt, KfW-Darlehen derzeit für 0,1% Zinsen. Und wenn man schon investieren will und muss, wenn denn nicht heute, wann denn sonst? Ich glaube, da zucken Sie so ein bisschen, oder? Denn Sie sind ja nun ein klarer Verfechter des Schuldendeckels. Der Schuldendeckel ist Satzungsbeschluss der Stadt Bocholt. Wir haben 155 Millionen festgezurrt. Schulden und Schulden sind zwei Paar Schuhe, das wissen wir alle, das weiß ich auch als Unternehmer. Sinnvolle Schulden, die ich auch im Budget habe und wo ich auch weiß, dass ich durch die Investition die Schulden wieder abbezahlen kann, sind immer gangbar. Man muss sich überlegen, wofür mache ich Schulden? Wir haben den Schuldendeckel von 155 Millionen. Wir dürfen aber nicht immer knatscheng an diese 155 Millionen rangehen. Wir müssen uns so viel Spielraum einbehalten, dass wir für Investitionen, die plötzlich auftreten, die auch notwendig sind, die auch sinnvoll sind, diesen Schuldendeckel nicht reißen. Aber Spielraum heißt, Sie müssen auf irgendwas verzichten, weil sonst gibt es den Spielraum nicht. Spielraum heißt nicht auf was verzichten, Spielraum heißt intelligent das Geld einzusetzen und Spielraum heißt intelligent Schulden machen.
Ja, das ist jetzt aber, also mal intelligent Geld einzusetzen, das ist leicht gesagt. Herr Nebelow sagte ja auch, Städte haben nun mal das Problem, dass sie viele Aufgaben haben und viele Vereine fragen an, Unternehmer fragen an, jeder möchte gern was. Wo konkret wollen Sie denn sozusagen den Spielraum schaffen? Wie wollen Sie das erreichen? Also da muss es doch irgendwo einen Ansatz geben. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Verwaltung hat bei der letzten Haushaltsverabschiedung eine Einsparung von 2,7 Millionen für den Umbau der Gesamtschule. Wobei man dort nicht vergessen sollte und auch ganz klar unterscheiden sollte zwischen Beton und Bildung. 2,7 Millionen sollten von dem Gesamtbudget eingespart werden. Dann hat man auf der anderen Seite durchaus notwendige Investitionen gestrichen, um diese 2,7 Millionen wieder in den Schuldendeckel einbringen zu können. Nach meiner Meinung vollkommen falsch. Wir dürfen nicht zu dicht an den Schuldendeckel reingehen. Unter anderem zum Beispiel, wir haben gerade gesagt, wir haben über 900 Mitarbeiter in der Stadt Bocholt. Auch dort sind jedes Jahr entsprechende Lohn- und Gehaltssteigerungen vorhanden, die bisher im Haushaltsplan überhaupt nicht ausgewiesen sind. Wenn ich immer knatscheng an mein Budget rangehe, werde ich irgendwann das Budget reißen. Das funktioniert nicht. Aber irgendwann werden Sie wehtun müssen. Also irgendwo werden Sie was, was ich, Sportplätze streichen müssen, Hallen zumachen müssen oder sonst was alles, weil sonst wird das nicht funktionieren. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Ich muss mir nur im Vorfeld Gedanken machen, wofür gebe ich das Geld aus. Auf der anderen Seite, was haben wir denn für eine Alternative? Wenn wir irgendwann in die Haushaltssicherung kommen, dann werden wir dafür überhaupt kein Geld mehr ausgeben können, dann wird uns von oben herab vorgeschrieben, was wir wo auszugeben haben und dann werden die Freiwilligenleistungen die ersten sein, die gestrichen werden. Aber von der Haushaltssicherung, Herr Nebelow, sind wir ja noch ein Stück weg. Wir sind aufgrund der gut ausgestatteten Rücklage, ist das schon richtig. Du, das Beispiel, was Herr Welsing gerade angeführt hat, unterstützt ja genau die These, die ich gerade aufgestellt habe. Diese 2,7 Millionen Euro, wenn die zu nah am Schuldendeckel sind, hätten dann dazu geführt, dass wir unsere Gesamtschule nicht so hätten ausbauen können, wie es zum Beispiel im Schulentwicklungsplan vorgesehen ist und wie es den Eltern auch immer versprochen.